freut mich sehr, meine Liebe, Sie nach so langer Zeit wieder zu sehen. Bin auch leider nach einem solch traurigen Ereignis. Sie müssen mir alles erzählen, auch wenn es schmerzt. In meinem Leben habe auch ich schon mancherlei Schmerz erfahren. Dabei muss ich mir noch Vorwürfe machen, dass das nicht ganz ohne meine Schulter gekommen ist. Mütter machen Fehler, wenn sie glauben, sie hätten an ihrem Kind eine besondere Begabung entdeckt. Ja, um diese Tageszeit pflege ich immer eine halbe Stunde Klavier zu spielen. Ein älterer Mensch hat so seine Gewohnheiten. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Bitte fangen Sie doch mit dem Tee schon an. Schön doch die gnädige Frau gespielt hat, nicht wahr, Robert? Ich muss mal. Ach, fast hätte ich das Klavierspiel einmal aufgegeben, damals als mein Mann starb. Und gleich darauf die Geschichte mit Johannes, das Unglück wollte. Thank you.
werde ich euch die Geschichte vom Kasperl und vom Teufel vorspielen. Guten Morgen, Kasperl. Guten Morgen, Herr Teufel. Was verschafft mir die Ehre? Ich habe Hunger. Ja, da müssen Sie halt das Höllenfenster aufmachen, wenn es Ihnen zu heiß ist. Geht nicht, dann fliegen die armen Seelen davon. Ich habe Hunger. Gleich kommt der Bäcker vorbei. Hey, Bäcker, bring noch ein knuspriges Brötchen. Ich habe einen hungrigen Gast. Brötchen mag ich nicht. Ich will Fleisch. Der Nachbar hat heute ein Schwein geschlachtet. Hey, Nachbar, leg doch ein großes Stück Fleisch in die Pfanne. Ein hungriger Wandersmann möchte dein Gast sein. Schweinefleisch mag ich nicht. Das ist mir zu fett. Ich habe noch ein mageres Würstchen im Schrank. Ein Würstchen ist mir zu wenig. Es muss ein schöner Sonntagsbraten sein. Oh je, heute ist Sonntag. Am Sonntag esse ich immer Menschenfleisch und die armen Seelen nehme ich gleich mit in die Hölle. Was machst du denn hier? Ich passe auf den Kasperl auf, damit ihn der Teufel nicht aufrisst. Du bist ein gutes Kind. Wer bist du denn? Ich bin ein großer Zauberer. Darf ich mir was wünschen? Aber freilich darfst du das. Ich möchte heute Nacht mal was Schönes träumen. So um 8 schlafe ich ein, okay? Und nun darf ich Ihnen das jüngste Musikgenie der Welt vorstellen, Robert Schumann. Er wird das Klavierkonzert in A-Moll seines Urgroßvaters, Robert Schumann, spielen. Das Klavier ist etwas verstimmt. Haben Sie Geduld, meine Damen und Herren. Jetzt probier noch mal. Meine Damen und Herren, ein kleines technisches Versehen. Der Zylinder ist eine Nummer zu groß. Das werden wir gleich haben. Meine Damen und Herren, der Zylinder ist leider zu klein geraten. Wir werden die peinliche Situation meistern, indem ich meinen stärksten Zauber anwende. Musik.